Hallo Musikproduzenten! Im heutigen Video sehen wir uns an, wie man einen Convolution Reverb zweckentfremden kann und damit so richtig abgefahrene Sounds produzieren kann. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was ein Convolution Reverb ist, werde ich das einmal ganz kurz erklären. Also ihr könnt einen Raumklang aufnehmen, ihr könnt das ganz genauso machen, wie man auch sonst Audiosignale aufnehmen kann. Und diesen aufgenommenen Raumklang, den kann man dann verwenden im Convolution Reverb drinnen, um genau diesen Raumklang nachzubilden. In Ableton Live gibt es bei Max4Live einen Convolution Reverb und einen Convolution Reverb Pro, der ganz genau das machen. Dort habt ihr jetzt auch schon eine ganze Menge an unterschiedlichen Presets drinnen, wo dann richtige, echte Plätze abgebildet sind. Ich zeige euch das einmal kurz vor. Also ich habe jetzt hier einen sehr kurzen Plucky Sound und den schicke ich jetzt durch den Convolution Reverb durch. Den Dry-Wet-Regler habe ich hier auf 100% gestellt, also ihr hört nur den Reverb. Und ich habe hier unterschiedliche, echte, reale Plätze zur Auswahl. Das heißt, ich kann mir jetzt hier zum Beispiel ein deutsches Theater nehmen und mir den Raumklang anhören. Oder ich könnte mir eine Kathedrale nehmen. Was wir jetzt aber machen wollen, wir wollen diesen Convolution Reverb kreativ nutzen. Das heißt, wir werden jetzt einfach Samples, die überhaupt nicht vom Raumklang stammen, sondern ganz was anderes sind, einfach in diesen Convolution Reverb hineinladen. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel einerseits hier diese Vocals. The sounds, the pounds. Und diese Vocals lade ich mir jetzt in den Convolution Reverb hinein. Und das mache ich, indem ich sie hier einfach nur nehme und mir hier unten in den Convolution Reverb hineinziehe und fallen lasse. Und schon habe ich meine Vocals drinnen. Und mit diesen Vocals können wir uns jetzt anhören, wie sich das anhört. Da hört sich das Ganze dann ein bisschen so an. Ist jetzt etwas leiser, ich mache es hier lauter. Das Ganze hört sich jetzt ein bisschen so an, wie sich ein Vocoder anhört. So vom Sound her. Gar nicht wie ein normaler Reverb, sondern sehr kreativ. Ihr könnt jetzt aber nicht nur so einen Synthesizer verwenden, um diesen Convolution Reverb mit euren Samples zu triggern, sondern ihr könnt dazu zum Beispiel auch so ein Drum Rack verwenden. Also ich habe jetzt hier ein Drum Rack, wo ich auch diesen gleichen Convolution Reverb mit unserem Vocal Sample habe. Und da kann ich jetzt hier zum Beispiel die Snare antriggern oder die Clap. Und wir hören, das hört sich schon ganz anders an. Oder hier den Rimshot, die Maracas oder eine Open Hi-Hat. Also schon wieder ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Oder wenn man sich zum Beispiel die Cowbell anhört, dann ist das so ein resonanter Sound, der wieder gesondert klingt. Und da habe ich mir gedacht, hey, das kann man doch auch verwenden. Und da habe ich mir diese Cowbell dann extra hergenommen, habe hier wieder den gleichen Convolution Reverb dahinter, wieder mit unserem Vocal Sample und habe dann aber einfach noch einen Saturator mit ordentlichem Drive draufgegeben, das heißt nochmal ordentlich übersteuert. Und dann hört sich das Ganze so an. Also wieder ein sehr interessanter, kreativer Effekt. Ihr könnt aber nicht nur Vocals verwenden, sondern ihr könnt jedes andere Sample verwenden, um euren Convolution Reverb damit zu füttern. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen relativ abgefahrenen Sound. Und jetzt laden wir uns doch den einfach mal in unseren Convolution Reverb hinein, und zwar auf diesen Drum Rack. So. Und hören uns einmal an, wie sich das anhört. Jetzt kann ich hergehen und kann hier zum Beispiel wieder meine Snare spielen. Oder meine Clap. Oder meine Cowbell. Meine Hi-Hat. Also das hört sich jetzt irgendwie ziemlich abgefahren an. Und damit kann man auch wieder relativ interessante Effekte erzielen. Ja, was sich auch noch sehr interessant anhört, ist, wenn du zum Beispiel Drum Loops verwendest. Also ich habe jetzt hier einen sehr einfachen Drum Loop mir hergenommen, habe den auch schon ein bisschen vorbearbeitet, damit er nur ein Bar lang ist und auch etwas leiser wird mit der Zeit. Der hört sich jetzt so an. Und jetzt nehme ich mir zum Beispiel diesen Drum Loop her und habe den jetzt hier in meinen Convolution Reverb hineingeladen. Und jetzt habe ich hier wieder so einen ganz einfachen Plucky Sound. Ich schalte ihn mal aus. Der hört sich jetzt so an.
wieder mal sehr kurz, einfach ein einfacher Plucky-Sound. Und jetzt gebe ich meinen Convolution Reverb drauf. Und da habe ich eigentlich schon fast sowas wie ein komplettes Riff. Ja, mit diesen ganzen Elementen, die ich dir gezeigt habe, kann man jetzt schon hergehen und kann sich einen kompletten Song eigentlich zusammenbauen, der eigentlich fast nur aus Reverb besteht. Also ich habe jetzt rein nur aus reinem Reverb sozusagen, mit diesem Convolution Reverb, habe ich jetzt einerseits einmal hier dieses Vocal Sample, das mit Drums getriggert wird. Dann habe ich das Ganze hier nochmal getriggert mit so einem Plucky Sound, wo sich das Ganze ein bisschen wie ein Vocoder anhört. Dann haben wir hier noch unseren kleinen Distorted Sound, wo ja die Cowbell das auslöst. Und dann haben wir hier noch unser kleines Riff, wo ein Convolution Reverb drinnen ist, der geladen ist mit einem Drum Loop. Und zu dem Ganzen habe ich jetzt noch Drums programmiert und eine Bassline. Und dann hört sich das alles zusammen so an. Ich hoffe, ich habe dich damit jetzt selbst zum Experimentieren angeregt. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Erfahrungen oder Fragen, die du hast, in die Kommentare postest. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Beziehungsweise abonniere am besten den Kanal und vergiss die kleine Glocke nicht, damit du in Zukunft keine Videos verpasst. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Bis bald. Tschüss!